glaube, ich hatte mein erstes Smartphone mit Ende der vierten Klasse, Anfang der fünften Klasse. Die Generation Z. Sie sind die Ersten, die seit frühester Kindheit mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Da war ich halt den einen Tag ganz komplett zu Hause. Und dadurch waren das da, glaube ich, 11 oder 12 Stunden. Digital Natives. Permanent online, ständig erreichbar. Ich bin am Handy, während ich koche oder während ich auch beim Essen bin, während ich beim Lernen bin und auch vorm Schlafen bin ich auch die ganze Zeit am Handy. In Echtzeit reaktionsbereit. Welche Auswirkungen hat... Lautlos. Ja, das ist doch schön. Noch schöner ist es, wenn du es liest und mir dein Feedback geben würdest. Ich freue mich immer über Feedback. Aber ja. Das. Es muss vorher der Geist da sein, um mit diesem Gerät sinnvoll umzugehen. Und nie andersrum, dieses Gerät schafft gegen Geist. Geschichtslehrer Sebastian Metzner will die Online-Droge für eine Woche abschalten. Vincent hat sein Telefon noch. Ja, aber selbst wenn, was wollen wir denn damit? Vincent könnte Mayu anrufen und fragen. Ja, Mayu hat kein Handy! Dabei sind sie in bester Gesellschaft. Denn Digital Detox, der bewusste Verzicht Hallo, auf den Lumpi. Online-Rausch, liegt im Trend. Ja. Ihr wisst es alle, ne? Ich zeig's noch einmal. Digital Detox geht. Prinzipiell geht. Hallo Zirkel. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie. Das ist die Kiste, in der Ihr Smartphone eine Woche lang verschwindet. Ja, und erst am Freitag wieder auftaucht. Und Sie müssen damit zurechtkommen. Die Jugendlichen der 12. Klasse an einem beruflichen Gymnasium in Dresden lassen sich von ihrem Geschichtslehrer in ein Verzichtsexperiment führen. Sie starten mit gemischten Gefühlen in die bevorstehende Woche. Ja, um die Erfahrung zu sammeln, jetzt mal ohne Handy zu leben. Heutzutage sind wir ja die ganze Zeit am Handy. Und meine Erfahrung ohne Woche, also ohne Handy eine Woche zu sein, warum nicht? Schüler Mayu lässt sich gerne auch mal 3 bis 4 Stunden an sein Handy fesseln. Ununterbrochen. Deshalb vermutet er sogar, er sei süchtig nach seinem Smartphone. Hallo Schröck. Ja, ich komme nach Hause und bin sofort am Handy, während ich koche oder während ich auch beim Essen bin, während ich beim Lernen bin und auch vorm Schlafen bin ich auch die ganze Zeit am Handy. Also die meisten, die, glaube ich, so selber für sich einschätzen, dass sie süchtig sind, die gehen dann auch nicht in diese Woche rein. Also die würden es auch nicht tun. Deswegen habe ich den jungen Leuten auch schon gesagt, ich habe großen Respekt auch davor. Denn ich kann mir als Lehrer eigentlich so richtig gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Weil wir in unserer Generation anders aufgewachsen sind. Und was das jetzt von den Jugendlichen auch abverlangt, davon haben wir eigentlich ja, kaum eine Ahnung. Auch die Jugendlichen selbst haben noch keine Ahnung, was ihnen das Experiment abverlangen wird. Ja, mal schauen. Also ist jetzt natürlich nochmal ein krasserer Moment erstmal, ja. Als wie man sich vorher überlegt hat. So. Hallo Co-Trend. Aber ja, es jetzt abgegeben zu haben, mal schauen. So wie Leni waren die meisten noch nie längere Zeit offline. Ja, also ich habe jetzt gerade noch ein letztes Mal einen Rundsnap geschickt. Und ja, genau, das ist jetzt, also meine Freunde alle wissen, dass ich sozusagen nicht mehr online bin. Bin nochmal alles schnell durchgegangen, habe gecheckt, dass auch keine gedacht. Also ich finde, was man hier schon erkennt, was schon ein übelstes Ding ist. Offensichtlich sind sie nur mit dem Phone online. Ne? Es sind wirklich richtige User. Sie haben wirklich nur dieses Gerät. Also das ist wirklich zu vergleichen mit Leuten, die irgendwie Ego-Shooter auf einer Konsole spielen. Das ist, da bin ich auf jeden Fall der absolute Elitisten-Boomer. Nachrichtigungen mehr sind, die noch offen sind. Ja, jetzt habe ich es ausgeschalten. Das ist natürlich schon etwas, was sie existenziell betrifft.
Also das ist nicht einfach so, wir machen heute mal eine Stunde draußen, ja, in der freien Natur, sondern es ist schon eine schwerwiegende Entscheidung auch. Eine Woche kalter Entzug. Kein Smartphone, kein Computer. Welche Risiken oder Nebenwirkungen könnte das haben? Adelina. Das weiß ich auch noch nicht. Also ich denke größtenteils. Also Schröck, dass man mit seinem Smartphone ausschließlich, also dass man arbeiten kann mit dem Device, das kann ich mir schon vorstellen. Insbesondere heutzutage, wo man wirklich so viele Bullshit-Jobs hat, die mehr oder weniger, ne? Basti! Danke dir. Aber, also, dass das geht, ist klar. Oder dass man zum Beispiel wahrscheinlich sogar Daily Trading mit so bescheuerten, ihr wisst schon, ne? Dass wenn man quasi einmal privilegiert genug ist oder so, irgend so einen komischen Job, dass das geht, ist klar. Oder, sagen wir mal, wie heißt dieser bescheuerte AfD-Influencer? Finanzen mit Kopf? Oder so? Finanzfluss? Nee, wie heißt denn dieser? Ihr wisst schon. Der immer AfD-Werbung macht und immer nur so ganz schlecht aufgenommene Aktien mit Kopf. Genau der. Das kann man mit Smartphone only machen, ist ja klar. Wir sind alte weiße Männer, die nur am Counter-Strike als 6 denken. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, Steam war ein Schritt in die falsche Richtung. Langweilen, also viel gibt es da jetzt nichts zu machen. Also ich befürchte, dass es ziemlich stressig wird, wenn ich Bus fahre oder sowas und keine Musik habe. Pretty damn good, genau. Dafür gibt es Aim Assist. Und genau das ist das Problem. Verstehst du das? Das ist schon das Problem. Wozu spielst du überhaupt noch? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich werde unseren alten CD-Player wieder hochholen und mal gucken, ob ich noch irgendwas Brauchbares finde. Code Red? Ich habe keine Ahnung. Was genau sozusagen der Automod? Das Problem ist, dass man sind alte weiße Männer, ist scheinbar getaggt. Dass man so dieses Kommunikationsmittel fehlt. Ich frage mich jetzt wirklich, was ich mit meiner Zeit anfangen würde ohne das Handy. Also vielleicht fange ich an, wie die anderen auch gesagt haben, mehr Bücher zu lesen. Oder ja, vielleicht mehr Sport zu machen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall habe ich den schon immer. Mario kam vor 9 Jahren aus Peru nach Deutschland. Gemeinsam mit seiner deutschen Mutter und seinem kleinen Bruder. Auf dem Weg in die Stadt die ersten Entzugserscheinungen? Ich fühle mich einfach jetzt halt nicht online halt, also nicht mit dem Internet, nicht verbunden halt so. Dass ich jetzt jederzeit irgendwas mitbekommen könnte. Zum Beispiel, wenn mein kleiner Bruder jetzt von dem Schulweg nach Hause irgendeinen Unfall hat, könnte mich meine Mutter... Genau. Das ist natürlich der Use Case. Man will darauf achten, dass es der Familie gut geht. Das ist dann natürlich der Use Case. Na klar. Schnell erreichen, dass ich auch dazu helfen könnte. Er fängt jetzt schon an zu heulen. Gemeinsam suchen er und die anderen nach Smartphone-Ersatzgeräten. Natürlich ohne Internet. Denn das ist diese Woche tabu. Also wir werden jetzt in DM die Kameras suchen, die Einmalkameras, weil wir die dann für den Schulbau brauchen, beziehungsweise generell auch noch Bilder aufnehmen wollten, weil wenn wir jetzt kein Handy haben, brauchen wir ja trotzdem Erinnerungen. Brauchen, Erinnerungen, yes! Gab's leider nicht. War tatsächlich, wie wir vermutet haben, ausverkauft. Überbleibsel aus einer analogen Zeit sind schwer zu finden. Ja, tatsächlich. Also das ist echter Zufall. Ne? Ich habe gerade geguckt, das letzte Mal waren die im Januar da. Ja. Und heute sind seit Ewigkeit mal wieder welche mitgekommen. Wie viel braucht ihr? Ich hätte 5 Stück. Also ich würde 3 nehmen, oder? Ja. Das sind also Farbfilme, 27 Aufnahmen, Blitz ist integriert. Ja, okay. 3-mal. Dankeschön. Dann ich danke auch. Ciao. Also ja, also ich merke schon manchmal, wie ich nach meinem Handy greife, weil ich jetzt bei Leni mal an der Kasse stand. Ich stand so da und jetzt, okay, jetzt gucke ich mal kurz auf mein Handy und das hatte ich ja natürlich nicht da. Und genau. Ja, ist ein bisschen komisch. Pavlov, ne? Ohne Handy ist das sehen, Dresden, sag mal? Naja. Ja, das sieht so aus, ne? Ja, Mario hat sich gerade die Verpackungen angeguckt und so, ne? Ja, ich glaube. Machen wir in die Richtung? Mario, du musst schon dazu kommen. Du musst schon auch dazu kommen. Hier. Okay, das ist Dresden. Ich bin so gespannt. Ja. Na, ich glaube schon anders wegen der Distanz. Ja, weiß halt nicht, wie nah man dran sein muss. Aber ich glaube, das ist schon Verlockungsfall. 16- bis 18-Jährige sind in Deutschland laut der Also ich habe in meinem Abitur das Handy noch komplett boykottiert. Ich hatte auch kein Handy im Abitur. Ich brauchte es im Zivi, weil ich Schichtdienst gearbeitet habe. Und da musste ich erreichbar sein. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich hole mir so ein scheiß Handy, damit ihr mich anrufen könnt. Ja, Arschlöcher. Und seitdem habe ich so ein Gerät halt.
aktuellen Jugenddigitalstudie etwa 9 Stunden täglich online. Ja, so 6 Stunden am Tag bin ich schon am Handy, 6-5 Stunden pro. Alles Mögliche, also irgendwelche Sachen gucken, Netflix gucken, Spiele spielen auf dem Handy, ja, Instagram gucken. Ansonsten, das sind ja alles immer. Mit Leuten schreiben, mit Freunden schreiben. Also, ich hatte letztes Mal extra dafür jetzt geguckt und hatte für letzte Woche 8 Stunden. Naja, im Durchschnitt. Also zum Beispiel Wochenende, da war ich halt den einen Tag ganz komplett zu Hause. Und dadurch waren das da, glaube ich, 11 oder 12 Stunden. Aber das hat sich dann eben ausgeglichen mit einem anderen Tag. In Dresden verzichten sie beim Digital Detox nur auf Internet und Smartphone. In Zentralpolen geht der Verzicht noch viel weiter. Kompromisslos hat Kamil Fialkowski die meisten Annehmlichkeiten des modernen Lebens hinter sich gelassen. Weißt du, ich habe eine persönliche Mission im Leben, eine Aufgabe. Sie besteht darin, mehr Menschen um ein Lagerfeuer zu versammeln und sie von den Bildschirmen wegzuholen. Was ja based ist. Schon als Junge wollte er nichts anderes werden als Survival-Trainer. Doch eine Ausbildung dafür fand er in ganz Polen nicht. Also ging Kamil nach der Schule raus in die Natur und erarbeitete sich sein Know-how auf seinen Reisen um die halbe Welt, lernte aus Büchern und auch mit Hilfe des Internets. Auf einem Privatgrundstück am Rande seines Heimatdorfs hat sich Kamil seinen Traum erfüllt. Ein unabhängiges Leben in der Natur. Hier wohnt er in einem seiner Tipis. Ich will nicht, dass man mich den ganzen Tag erreichen kann. Also ich lasse mich nicht an so eine Leine legen. Wenn ich es zulasse, dass ich in meiner Arbeit immer zu unterbrochen werde, dann bin ich nicht mehr in der Lage, meine Sachen hier zu Ende zu bringen. Mein tägliches Internet. Das ist doch eine Totgeburt. Voll. Das Leben funktioniert nur, wenn ich nicht online 24/7 verfügbar bin. Eine Stunde pro Tag muss Kamil aber doch ins Internet, denn seine Kunden melden sich online zu seinen Survival-Workshops an. Natürlich. Zu ihm kommen meist gestresste Großstädter, die eine analoge Auszeit in der Natur suchen. Der Plan ist, dass heute einige Kinder kommen, etwa 12 Jahre alt. Sie wollen bei minus 10 Grad allein ihre erste Nacht draußen verbringen. Das hier ist ihr Zelt, in dem sie übernachten. Im Schnupperkurs sollen die Stadtkinder lernen, wie das reduzierte Leben hier draußen funktioniert. Wie sie Feuer machen, Bäume besteigen, Fische fangen. Das Zelt ist hier für die Kinder. Es wird noch gebaut und fertig gemacht. Hier kommt noch was dazu. Kommt rein. Wie soll ich auf so einem schmutzigen Boden liegen? Survival! Da sollte doch Sand sein. Welcher Sand? In dem anderen Zelt gibt es Sand. Und hier wirst du dir alles auslegen. Die Kinder bereiten ihre Übernachtung selbstständig vor. Hier gibt es keinen Sozialismus. Natürlich nicht. Sie sollen doch lernen. Sie hacken sich ihr eigenes Holz und machen im Zelt ihr eigenes Feuer. Die Zelte sind sehr gemütlich. Hier braucht es nur ein kleines Lagerfeuer und schon wird es richtig warm. Es wird dir nicht kalt werden. Schau dir das andere fertige Zelt an. Die Jungs sollen die eiskalte Nacht hier draußen durchhalten. Das ist die Aufgabe. Dafür müssen sie aber noch ihr Tipi herrichten und in wenigen Stunden schon wird es dunkel. Ja, Sozialismus ist, wenn man den Kindern hilft. So wie man es sonst eigentlich immer macht. Die größte Herausforderung für die Kinder ist es, bis zum Morgen durchzuhalten. Sie haben die Wahl. Entweder sie schaffen die Nacht im Zelt, dann ist der Weg frei für die nächsten Ausflüge, die ich für sie organisieren werde. Oder sie schaffen es nicht und sie flüchten in die Saunahütte. Das bedeutet allerdings, dass sie nicht hart genug sind. Natürlich können sie das machen, aber ich denke, sie sollten in der Lage sein, durchzuhalten. Aber klar, das wird für sie die große Herausforderung sein. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was soll man da durchhalten sollen? Sie haben Feuer, also, oder was?
den Detox durchhalten oder dass es da jetzt irgendwie draußen ist und dass man da Naturgeräusche hört und ich check's irgendwie nicht. Was ist jetzt genau die Challenge? Herausfordernd ist der Alltag ohne Smartphones auch in Dresden. Freund Mario wird gesucht. Die Frage ist, was wir machen, wenn er jetzt nicht da ist, wenn wir nochmal gucken gegangen sind. Ja. Nein, ich muss also wenn ich Seven vs. Wald gesehen hätte, dann könnte ich das ich machen. Ja. Okay, du bleibst hier. Okay, gut. Tag 2 im Offline-Modus. Heute geht irgendwie alles schief. Das ist halt schwierig. Anrufen wäre jetzt schon toll. Emily, Leni und Maxi sind mit Mario verabredet. Doch Verabredungen in einer analogen Welt funktionieren nur, wenn alle verlässlich sind und pünktlich nichts dazwischen kommt. Ja. Wir können halt nur weiter, nur warten eigentlich. So ein Schwachsinn. Sie gehen zusammen zur Schule, sie können sich im Klassenzimmer treffen. Ja, wir können nochmal zurück. Völlig unnötig. Das Smartphone begleitet sie seit ihrer Kindheit. Ich habe das damals, ich glaube, mit 8 schon bekommen, weil ich ins Ferienlager gefahren bin ganz oft und dadurch halt meine Eltern anrufen konnte. Ende der 4. Klasse, Anfang der 5. Klasse, auch für einen Schulweg, weil ich da halt auch auf mich gestellt war und damit ich im Notfall halt meine Eltern erreichen kann. Genau. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Mit solchen bescheuerten Geschichten wird dann gerechtfertigt, dass jetzt hier irgendwie Devices, internetfähige Devices und so. So ein Schwachsinn. Also jetzt nochmal für alle Interessierten, sowas hier kann man immer noch sich besorgen, ja? Das kostet fast gar nichts. Und da lädt man halt irgendeine Schwachsinns-Prepaid-Karte drauf oder so für ein Kind und dann, ja, das kostet nichts. Also schon so mit 11. Wir können jetzt nochmal an der Bushaltestelle gucken gehen. Wir können auch nochmal überall da gucken, wo wir gerade schon geguckt haben. Vincent hat sein Telefon noch. Ja, aber selbst wenn, was sollen wir denn damit? Vincent könnte Mario anrufen und fragen, wo Mario ist. Ja, Mario hat keine Oh mein Gott. Stimmt, das ist wirklich, wenn wir auf einer Seite das Telefon haben. Ja. Deswegen meinte ich auch gerade, in der Freundesgruppe hat auch keiner ein Handy. Ach so, ja. Oh mein Gott. Mario! Wo warst du? Wir haben auf dich gewartet. Ja, ich war noch was hinten am Krachenberger. Ja, ich war noch beim Netto-Kurs. Ich habe mir noch was zu essen gekauft. 20 Minuten hat sie das Warten gekostet. Ihre halbe Freistunde ist um. Zu spät für den Ausflug in die Stadt. Der neue Plan? Abhängen in der Mensa. Sag mal, Lord Krotan. Du bist Wotan, richtig? Aus Aschersleben. Wir schauen uns an. Eine Woche offline und zurück. Ist nur so ein kurzer, entspannter Warm-up hier. Wir gucken uns da an, wie Jugendliche abkürzen, wenn ihnen das Smartphone fehlt. Schon der Schulweg war nervig heute. Schienenersatzverkehr. Und die Infos der Verkehrsbetriebe gibt es nur noch online. Okay, also okay. Lord Krotan, kein Problem. Dann bist du Lord Krotan. Beziehungsweise ist es kommt ja immer mal vor, dass Leute ihren Twitch-Namen ändern und so. Aber okay, dann bist du wer anders. Ich habe kein Schild gesehen. Ich habe extra geguckt, wo ich das gesehen habe mit dem Schienenersatzverkehr. Und wir wussten halt echt nicht, wo wir sind und so. Also. Und auch vom Unterrichtsausfall haben sie nichts gewusst. Das schwarze Brett in ihrer Schule hat ausgedient. Informationen gibt es in der Schul-App. Wer offline ist, hat Pech. Jeder hat 12 Karten. Und die legt ihr aber umgedreht so hin. Nebeneinander. Ja. Ja. Aber ein Dreier. Leni und ihre Freundinnen halten durch. Fehlt ihnen außer den praktischen Informationen noch etwas aus ihrer digitalen Welt? Ja, also ich glaube schon so dieses Abchecken, so vielleicht so, was ich so für Nachrichten habe. Aber rein theoretisch denke ich mir halt, es müssten ja alle wissen, dass ich nicht online bin. Aber ja, könnte schon, also ich weiß nicht, es ist halt gerade so dieses, dass man nicht weiß, was vielleicht bei den anderen gerade abgeht. Ja, ja, na klar. Aber ja. Und das ist reine Konditionierung, ne? Es ist nicht so, dass das irgendwie für irgendwas notwendig ist oder dass man das braucht oder dass es da einen wirklichen Need gibt, sondern dass es nur, es gibt einen Need, weil er konditioniert ist. Man hat den Need nie hinterfragt. Ja, das ist bei mir auch so. Also vor allem in so Situationen, wo man es eigentlich nicht wirklich braucht, aber wo es Gewohnheit geworden ist, dass man drauf guckt, merkt man schon, dass es fehlt. Zum Beispiel, wenn man auf eine Bahn wartet oder sowas, ganz dann guckt genau. Man halt drauf und guckt, ob einen jemand geschrieben hat und antwortet. Na, und ich sag's nochmal. Diese Momente der Langeweile sind extrem wichtig für uns. Unser Gehirn braucht diesen Leerlauf, um
damit wir mal anfangen, darüber nachzudenken, was wird passieren, was ist passiert, wie empfinde ich das und das, wie sortiere ich das, was habe ich diese Woche noch vor und so weiter und so fort. Ne? Das ist wichtig. Außerdem steigt da natürlich in diesen Momenten die Kreativität an, weil wir ja aus Langeweile natürlich anfangen, nachzudenken über Sachen. Das fällt alles weg bei Leuten, die permanent betäubt sind durch Infotainment und so. Aber ansonsten bis jetzt ist es in Ordnung, weil wir umgeben uns ja jetzt auch mit Menschen. Wir sind ja nicht alleine und da kann man auch sich so unterhalten. Hallo Babsi. Ihren Offline-Alltag erleben Sie komplizierter und zeitraubender als gewöhnlich. Allerdings bemerken Sie auch positive Effekte. 15.000 Schritte sind wir gestern gegangen, würde ich nochmal sagen. Babsi ist safe beim Verfassungsschutz. Mehr als sonst. Weil ich immer so eine Uhr trage und sie sagt mir dann, wie viel ich gelaufen bin. Ich merke, dass in der handyfreien Zeit sie wieder ins Gespräch kommen. Mit ihren Eltern sitzen sie wieder am Tisch. Sie lesen wieder Bücher, sie reden über Bücher und sie werden wieder Teilnehmer am realen Leben. Leni füllt ihre smartphonefreien Tage mit Fußballtraining, schreibt Tagebuch und statt sich auf ihr Handy zu verlassen, vertraut sie wieder ihrer Familie. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von meinen Eltern geweckt wurde, aber ich wurde heute früh wieder von meinem Papa geweckt. Dann, dass ich diese Abschaltmöglichkeiten nicht so wirklich hatte. Also ich weiß nicht, ich tue halt wirklich mit dem Handy, ich setze mich da ran und dann bin ich halt komplett, ich weiß nicht, so da drinne und dann muss ich nicht wirklich viel nachdenken, das hilft mir halt extrem. Exakt. Und das war halt nicht vorhanden so richtig. Also ich war dann halt eben auf meinem Zimmer, aber dann ist man ja auch so wirklich eher alleine. Ich weiß nicht, also es ist halt wirklich so, dass ich mir halt denke, ich brauche das schon, damit ich so mal runterkommen kann und so, ja. Heute Abend braucht Leni ihr Handy jedoch nicht zum Runterkommen, denn der große Schulball steht auf dem Plan. Es wird wohl eine längere Nacht werden, die sie dank der analogen Kameras in Bildern festhalten können. Partyfotos cringe as ever. In Kamils Camp suchen die Jungs nach Baumaterialien, mit denen sie ihr Tipi abdichten können. Ausgerechnet die Eisbrocken sollen sie gegen den eisigen Wind schützen. Genau. Gut. Und da unten drunter zieht es ja durch, ne? Damit sie nicht mit Schnee bedeckt wird und wir sie nicht finden. Bis es ein wärmendes Feuer im Inneren des Zeltes geben kann, muss das Tipi erst fertig und das Holz geschlagen sein. In Videospielen zum Beispiel lernt man nichts. Hier tut man was und man lernt was. Aha. Man kann in Videospielen zwar auch was bauen, hier ist aber alles echt. Das finde ich besser. The kids yearn for the mines. Als einzige Mutter ist Justyna Pietschak im Camp geblieben, bei ihrem Sohn Leon. Skatebro. Ich möchte wirklich nicht, dass mein Sohn ein Smartphone hat, weil ich weiß, was für eine schädliche Wirkung es auf den Verstand von Kindern hat. Ich möchte das Kind davor schützen. Das würde nur schmelzen, wenn das Eis direkt am Feuer dran wäre, du Boy. Und Aktivitäten entwickelt. Dass er in der Natur ist und mit Menschen face to face in Kontakt ist, nicht nur über soziale Medien. Justyna Pietschak betreibt ein Second-Hand-Online-Portal und will am Wochenende einfach nur weg vom Computer. Mit der Kettensäge arbeitet sie heute zum ersten Mal. Kamils Philosophie und Lehrmethode selber machen. Achtung, Baum fällt. Zurücktreten. Jo. Oh, dein Baum hat deinen Besen getroffen. Bravo. Ist der Besen verletzt worden? Komm mal her. Also, wenn das deine Kettensägenprüfung wäre, hättest du sie jetzt ohne Probleme bestanden. Es ist also alles im grünen Bereich. Außer dem Besen. Also, los geht's. Lasst uns weitermachen. Okay, meine Herren. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Teilt euch auf. Einer hackt, die anderen sammeln die Äste. Uns steht eine frostige Nacht bevor. Es sollen minus 10 Grad werden. In Kamils Welt gibt es klare Regeln. Alle packen bei allem mit an. Egal, ob Erwachsene oder Kinder. Ich finde das gut.
Ich mag das so zu arbeiten, im Wald zu sein und draußen. Das hier ist nicht gefährlich für Kinder. Es ist gefährlich aufzuwachsen, ohne etwas Richtiges zu tun. Wenn sie 20 sind, verlassen sie die Schule, gehen arbeiten und stellen fest, dass sie nicht wissen, wie man einen Hammer hält. Das finde ich gefährlich. Also ich finde es gefährlicher, den ganzen Tag vorm Smartphone oder vor Computerspielen zu sitzen. Das ist einfach das Schlimmste für den Verstand. 20 Uhr sind die Jungs endlich fertig. Doch jetzt gibt es Streit. Hey, aber ich war doch hier. Aber da hast du doch den Platz. Er drängelt sich vor. Ich war zuerst hier. Hier hast du genug Platz. Aber ich war als Erster da. Schnauze! Ihr müsst jetzt zu viert schlafen, also muss einer an der Ecke sein. Ich will nicht in der Ecke sein. Das ist unbequem. Warum fühlst du dich unwohl? Weil ich nicht in die Ecke will. Sprich mit den Jungs. Wenn sie einverstanden sind, kannst du in die Mitte gehen. Aber warum hier? Na, weil wir sonst nicht reinpassen. Schluss jetzt. Im Tipi der Jungs sind Minusgrade. Erst wenn es langsam wärmer wird darin, funktioniert auch der Rauchabzug, ähnlich wie bei einem Kamin. Ich frage mich, ob sich der Rauch noch verziehen wird. Hier muss sich alles erst einmal richtig aufwärmen. Dann wird das Feuer größer und wärmer. Und dann zieht der Rauch oben durch das Loch. Krotan, ich habe dazu sogar mal irgendwann ein Video gemacht. So von wegen Schule debunked, Fragezeichen, was der Parabelritter auslässt oder so. Und da geht es auch um dieses... Und da geht es nicht mal um YouTube Shorts, sondern nur um Kinderprogramm, was so ähnlich angelegt ist wie TikToks, die schnell sein müssen. Aber das trifft natürlich auch auf YouTube Shorts zu. Bis dahin müsst ihr leider hier unten am Boden sitzen bleiben. Das einzige Versprechen, das Kamil den Eltern gegeben hat, alle werden die Nacht überstehen. Die gute Nachricht, alle haben sie überstanden. Lucky, ja, ich denke auch, Detox und dieses Survival-Kram oder was auch immer in der Natur sein, das hat nichts miteinander zu tun, aber es ist natürlich eine doppelte Kontrastflanke, die da ankommt. Ne? Also die Umgebung ändert sich und das Device ist weg. So dass man gleich eine Ablenkung hat, führt, man hat sozusagen einen Ersatz dafür, dass man jetzt was zu tun, also man hat direkt was zu tun. Ne? Sonst würden sie zu Hause sitzen und würden wahrscheinlich die weiße Wand angucken, weil sie nicht wüssten, was sie jetzt machen sollten. Ne? Mit ihrer Wohlstandsverwahrlosung. Und so haben sie noch was zu tun. Das lenkt sie davon ab, dass sie ja sonst normalerweise einfach nur 24/7 wischen würden. Nicht alle sind davon überzeugt, dass das Leben draußen im Winter auch das Richtige für sie ist. Krotan, ja, guck mal hier unter mir. Es war sehr kalt im Zelt und wir sind in die Saunahütte gegangen. Aber ich kann dir auch helfen, warte. Da war aber der Fußboden sehr hart. Darum bin ich dann zu Mama ins Erwachsenenzelt gegangen. Guck mal, das ist das Video. In diesen Zelten kann man nicht schlafen. Es ist eng und es hat sogar geschneit da drin. Der Schnee kam von oben durch das Loch. Dann ist er ins Feuer gefallen und hat es gelöscht. Ja. Übrigens, also ich kriege immer die Krise jetzt so bei, zum Beispiel bei solchen Schals, die überhaupt nicht anliegen und dann diese Mütze, die nicht richtig aufsitzt. Ne? Ich bin ja ein echter Daddy mit einem echten Kind und so und ich kotze ab, wenn ich sowas sehe. Kamil versteht sich nicht als zuvorkommender Gastgeber oder Entertainer. Zufriedene Gäste, die eine tolle Zeit haben und positive Bewertungen schreiben, das ist nicht Teil seiner Mission. Ja. 0 von 5. Would not recommend. Hier bei mir gibt es ein Sprichwort. Der Zustand deines Geistes ist derselbe wie der Zustand deines Feuers. Das heißt, wenn du dich nicht gut vorbereitest, dann wirst du frieren. Ein Tag und eine eiskalte Nacht liegen hinter ihnen. Nicht alle werden wohl wiederkommen.
Ich freue mich, weil ich endlich wieder nach Hause kann. Da ist es warm, die Klimaanlage funktioniert und es ist kuschelig und es gibt viel Spielzeug. Das sind Polen, glaube ich, wenn ich alles richtig mitbekommen habe. Justyna Pietrzak und ihr Sohn Leon haben sich aber schon für das nächste Outdoor-Wochenende bei Kamil angemeldet. Ich würde am liebsten noch bleiben. Es ist tolles Wetter. Es ist schön, draußen zu sein. Aber gut, die Pflicht ruft. Die Arbeit und die Schule. Wir müssen erst mal zurück. Schon heute Abend muss sie wieder online sein. An ihrem Computer. Zurück im Alltag. So, hallo. Wir holen die Handys ab. Die Smartphones. Tag 5 des Offline-Experiments in Dresden. Für Schüler und Lehrer war es eine kurze Woche. Alles klar. Dankeschön. Ein Ferientag mitten in der Woche. Keine Hausaufgaben, keine Klausuren. So hatte Sebastian Metzner das mit allen Fachlehrern vereinbart. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur... Maddox Schmaddox. Das Buch ist schon draußen. Ich habe hier zum Beispiel eine Kiste mit 17 Exemplaren jetzt rumliegen bei mir gerade. Es ist da. Das gesellschaftliche Problem. Du gehst in eine Buchhandlung und du bestellst es dir. Es gibt es jetzt. Offiziellen Smartphone. Oder du gehst ins Internet und bestellst es im Internet. Das Experiment fand quasi unter Laborbedingungen statt. Nur so war es überhaupt möglich im Schulalltag. Und ich habe keinen Bock, jetzt aufzustehen. Gemacht, ohne Smartphone einen Chemievortrag zu organisieren. Also ich habe den schon mal eher vorbereitet. Da steht ja schon länger fest, der Vortrag. Also, und deswegen habe ich den schon eher vorbereitet. Ich habe jetzt nur noch meine Karteikarten geschrieben über die Woche. Also meine Stichpunktzettel. Ja, und dann halt geübt, immer zu Hause. Aber halt ohne PowerPoint, war ein bisschen scheiße. Das war halt jetzt nicht gerade besonders vorteilhaft, jetzt einen Vortrag ohne PowerPoint zu üben, obwohl ich eine PowerPoint gemacht habe. Also... Ja. Ich würde mal den Mayu bitten, das Telefon sich rauszunehmen. Zirkel, keine Ahnung, was mit der Hörbuchversion ist und wann die kommt. Also sie kommt, aber ich weiß nicht wann. Ja. Da stecke ich gar nicht drin in der Produktion. Ganz gut überstanden, finde ich. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht mal so abhängig vom Handy bin, wie ich eigentlich dachte am Anfang. Und ich habe auch nicht wirklich viel Zeit gewonnen ohne das Handy. Ich hatte eigentlich genauso viel Zeit wie früher, nur dass ich sie anders genutzt habe. Aha. Ich konnte... Naja, mehr Sachen so für mich machen. Zum Beispiel, wenn ich am Handy bin, bin ich ja nicht so produktiv. Ich bin eben. Es sind auf einfach 5 Stunden um und man schafft überhaupt nichts, ne? Das ist klar, ja. Und natürlich hat man, wenn man sich bewusst mit etwas auseinandersetzt, mehr davon, als wenn man sich unbewusst mit nichts auseinandersetzt und nur einfach nur am Wischen ist. Ja, nur am Handy und lerne dabei nicht wirklich viel. Und ohne das Handy konnte ich mehr lesen, mich mehr informieren über... private Themen, die mich so interessieren und... Hallo ja. Fatality. Der Lehrer weiß aber auch, dass ein Offline-Leben heute kaum noch möglich ist. Also wir setzen schon ganz klar voraus, dass Sie alle permanent digital auch schauen, ja? Im schlimmsten Fall auch Hausaufgaben von einem Tag auf den anderen digital ankündigen oder bringt man das Lehrbuch mit. Zu einer Uhrzeit, wo normalerweise Schule kein Thema mehr sein sollte, 20 Uhr, 19.30 Uhr. Das sind Zustände, die wir als Erwachsene schaffen. Was Sebastian Metzner mit seinem Experiment aber eigentlich meint, das zeigt er den Jugendlichen jetzt. Und Sie drücken jetzt mal bitte jetzt auf den Knopf und schalten das Handy an und schauen mal, was in dieser Woche passiert ist bei Ihnen. Los geht's. Ja, und wie viel von diesen 80 Status-Messages in jeder einzelnen App überhaupt relevant sind. Ja, genau. Oh Gott. Die Zahl steckt. Oh mein Gott. Ich hab's gerade im Kopf gehabt. Warten wir, 394. Da hab ich's, ja. Also jetzt direkt muss ich die nicht alle lesen. Das sind ein bisschen zu viele, aber später. Ich brauche ein bisschen Zeit, das alles erstmal mir Stück für Stück durchzulesen, damit ich dann auch überhaupt mitkomme, weil ich glaube, jetzt alles auf einmal wäre das ganz schön krass. Ich habe keine Lust mehr, die ganzen Familiennachrichten zu lesen. Und ja, ich meine, ich lasse die eigentlich die meisten Leute auch ungelesen.
Von den Jugendlichen, die teilgenommen haben, hat niemand etwas Wichtiges verpasst. Mhm. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Und was ist überhaupt wichtig? Die Leni, die auch etwas abgegeben hat. Leni, das würde mich nochmal interessieren. Sie haben Snapchat abgegeben. Ist das richtig? Wie funktioniert das? Ähnlich zu WhatsApp. Man kommuniziert halt damit. Und genau, es baut sich halt diese Flamme auf, indem man jeden Tag miteinander schreibt. Also, dass man halt wirklich jeden Tag Kontakt miteinander hat. Also zum Beispiel jetzt hier 401 Tag habe ich jetzt mit jemandem geschrieben da. Das ist ja bloß ein Symbol, diese Flamme. Was ist das? Ist das so, ja? Gibt es so eine Gamification-Features? Das ist ja völlig lächerlich. Fuck, Alter. Flammen aufbauen, ja, auf jeden Fall. Hallo Sportzigarette. Also was ist das Gute dran? Dass man sich denkt, okay, jetzt habe ich so lange dafür gekämpft, dass diese Flammen aufrechterhalten. So lange dafür gekämpft, dass diese Flamme da aufrechterhalten wird. Yes! Das ist... Das ist es. Das ist das, was wir brauchen. Das muss dieser sogenannte Fortschritt sein, von dem wir mal alle reden. Bleiben, dass ich das halt auch dann nicht unterbrechen möchte. Ein Verzichtsexperiment, dessen Ergebnisse erst allmählich zu Erkenntnissen reifen werden. Die Jugendlichen und ihr Lehrer suchen jetzt gemeinsam nach Antworten. Ich frage mich dann auch immer, woher kommt dieses Gefühl, nimm's mir weg. Aber du musst es mir wegnehmen, ich kann es nicht mehr wegnehmen. Weil ich selber nicht mehr kann. Also es ist auch so ein Händeheben und Ergeben gegenüber einem Apparat, der technisch mich fesselt. Und sie brauchen eigentlich jemanden, der... Also, dass diese Apps so designt sind, dass sie süchtig machen, ist bekannt, ne? Und diese Studien sind ja auch mittlerweile, ist ja jetzt quasi auch schon belastbar gemessen, ne? Welches Suchtzentrum so wie getriggert wird und so. Sie das tut. Deutlicher noch als vor ein paar Tagen spüren sie dieses ambivalente Verhältnis zu ihrem Smartphone. Fluch und Segen zugleich. Und mit diesem Gefühl sind sie nicht allein. Yes. Selfie. Muss auf jeden Fall sein. Selfie. So. Also.